Herzlich willkommen, liebe Mediamakler. Ich hoffe, ihr seid alle bestens versorgt. Es ist Distelhäuser Feierabend Party 2013. Ich bin der Stocki von Radio Ton und ich freue mich doch tatsächlich, heute Abend bei euch zu sein. Der Weg war kurz, das ist immer schön. Vor allem, wenn man morgens so früh aufstehen muss wie ich. Dann ist man ganz froh, wenn man abends nicht allzu weit fahren muss. Wir sind sehr, sehr gerne gekommen. Wir haben euch einiges mitgebracht zur Distelhäuser Feierabend Party. Wir haben natürlich den besten Musikmix aus vier Jahrzehnten. Die Kollegen von Distelhäuser versorgen euch mit allem, was den Durst löscht. Herr Kölner, Sie haben sich beworben bei Radio Ton für die Distelhäuser Feierabend Party. Genau. Wie war das eigentlich? Oder wie haben Sie davon Wind bekommen, dass es das überhaupt gibt? Und wann haben Sie sich dazu entschlossen, das zu tun? Ja, das war eine kurzfristige Aktion. Wir hatten, wie man ja wissen, wir bauen bei uns gerade um. Und wir hatten tagsüber noch so gesprochen mit unserem Projektleiter, Mensch, wir haben Bergfest, wir haben die Hälfte des Umbaus geschafft und so weiter. Dann haben wir gesagt, wir müssen was tun. Und abends sitze ich daheim noch am Computer und arbeite noch was und höre so Radio Ton nebenher. Und auf einmal kommt hier, ey, Distelhäuser Party, bewerbt euch. Und ich habe gesagt, das ist es. Und dann habe ich mich beworben und hat geklappt. Und das ist natürlich gigantisch. Und haben Sie der Belegschaft was davon verraten, dass Sie sich beworben haben? Und wenn ja, wann? Ja, das war schwer zu verraten als solches. Das war schwer, weil es ja lange für mich auch nicht klar war. Gewinnen wir nicht. Ne? Und irgendwann kam dann tatsächlich mal der Anruf von Radio Ton. Hey Jungs, ihr habt gewonnen. Und dann war es dann soweit, dass ich denen auch habe sagen können. Das war nämlich genau gestern. Ich habe auch gute Nachrichten zum Wetter. Der Regen wird im Laufe des Abends immer wärmer. Das ist so schön. Und wir werden nachher ein bisschen Partyspiele zusammen machen. Ich will nicht der Einzige sein, der nachher trieft wie so ein nasser Hund. Deswegen haben wir uns ein bisschen was überlegt. Wir machen zum einen Maßkrug stemmen. Da brauchen wir vor allem starke Männer, die Jungs, die die Kühlschränke immer schleppen. Eins, zwei, los geht's! Und wenn euer Chef das nachher gewinnt, dann wisst ihr, was der hauptsächlich macht während der Arbeit. Und der Chef beweist Rückgrat. Okay, Platz 3 haben wir. Großer Applaus bleibt bei uns. Und jetzt geht's wirklich darum. Was glaubst du, wenn du den Chef kriegst, was da morgen los ist? Die Tür durch der Chef gibt auf. Platz 3 los. Ja, mein Super. Ein Bild für die Ewigkeit, Männer. Vielen Dank. Wie fühlt man sich jetzt so, den Chef geschlagen zu haben? Ja, wie soll man sich da fühlen? Das ist eine lustige Angelegenheit. Der junge Mann nebenan ist der Martin. So, Martin, was wärst du für ein Auto? Das trockene Bobbycar schon ziemlich nah. Also, Martin, du machst auch was? Ja. Wunderbar. Kurz Applaus auch für Martin. Wir dürfen mit mir nach vorne kommen. Kommt zu mir nach vorne. Damit haben wir die ersten drei. Genau, die Distelhäuser Feierabend Party. Wir machen Bobbycar, denn. Und ich habe gehört, du hast deinen Führerschein auf Bobbycar gemacht. Unter ich möchte jetzt erstmal von Michaela wissen, für welche Reifen hast du dich entschieden? Für Slicks oder ne? Was hast du für Reifen vorzutragen? Noch einen kleinen Augenblick. Um es ein bisschen spannend zu machen. Und ist im Finale! Und André und Platz 3 fahren. Herzlichen Glückwunsch erstmal an Michaela. Wir schauen mal gleich mal die Stelle. André-Stin hat gewonnen. Der Rutschrambo an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Mitmachen. Applaus bitte. Wo sind die Magnum-Champagner-Flaschen, wenn man sie mal braucht? Liebe Damen, mit Schuhe werfen kennt ihr euch doch aus wie sonst keiner. Unerreichbar. Herzlichen Glückwunsch! 82 Punkte!
ist also gefroren. Es geht darum, dieses T-Shirt so auseinander zu zerren, dass ihr es euch anziehen könnt. Ihr dürft natürlich alles anlassen, was ihr anlassen wollt und nicht kopieren. Oder ich weiß es, der Chef Jens, was macht der Fehler bei euch? Das ist der Kollege. Also ihr teilt euch die Arbeit in der Geschäftsführung. Okay, wunderbar. Fertig, los! Applaus bitte! Und das ging schnell! Wer hat hier mal die Leute raus? Das ist furchtbar, schaut an der Hut, du hast es am Leib. Nein, das ist keine Verhandlung, das ist Eis-T-Shirt. Also den Grund, warum wir überhaupt die Party verdient haben, ist ganz einfach das, dass wir wirklich bei 37 Grad hier drin die Bude als solches wirklich komplett umbauen und geschwitzt haben wie verrückt. Und da haben wir halt gesagt, Mensch, das ist genau das Richtige, abends dann ein kühles Bier bei Sonnenschein, was wir leider nicht haben, das zu genießen, ja. Jetzt haben wir es bei etwas Regenwetter genossen, ist aber trotzdem richtig geil. Genau, das, ich habe gerade schon gesehen, die Stimmung ist doch hervorragend, die Spiele haben Spaß gemacht und Ihr Fazit für den Abend bis jetzt? Bis jetzt sehr gut, positiv, also einfach nur geil. Kann nur eins sagen, Distelhäuser, Radioton, macht weiter. Einfach gut.